Howdy meine Western Freunde und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Falls du neu hier bist, howdy, mein Name ist Cowgirl Sarah und da der Western Lifestyle meine Lebenseinstellung ist, mache ich hier auf YouTube Western spezifische Videos. Falls dir das Video gefällt, dann lass mir den dicken Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, dann bist du immer up to date und verpasst keine Videos mehr von mir. Heute geht es um das Thema Gürtelschnallen bzw. wo bekomme ich preisgünstig, qualitativ hochwertige Gürtelschnallen her? Wo kann ich die bestellen? Wo kann ich sie kaufen? Und ich habe hier ein Päckchen, das ist vor ein paar Tagen gekommen. Ich habe es mal aufgemacht und kurz reingeguckt, aber noch nicht ganz genau angeschaut. Und das sind Gürtelschnallen von Uwe, der netterweise dieses Video sponsert. Herzlichen Dank, Uwe, dafür. Und wir werden seine Gürtelschnallen testen. Ich werde sie mit euch zusammen anschauen und gucken, wie die denn verarbeitet sind. Ich verlinke euch auch gerne seine Internetseite www.wareausallerwelt.de hier und auch natürlich die Gürtelschnallen, falls euch eine von diesen gefällt. Der Uwe, der hat auch noch einen Online-Katalog, den kann ich euch dann natürlich auch online stellen, unten in der Infobox, falls es euch interessiert, denn er hat noch ganz, ganz viele andere richtig coole Gürtelschnallen und ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Also ich hätte 1000 Gürtelschnallen da bestellen können, weil das echt so viele coole sind. Hab mich aber auf 3 beschränkt und die werden wir jetzt zusammen auspacken. Ich bin schon ganz gespannt, wie gesagt, ich habe jetzt seit kurzem mal reingeguckt, aber sie noch nicht ausgepackt, weil ich das mit euch vor der Kamera machen möchte. Ich möchte ja, wie gesagt, ehrlich zu euch sein und auch nichts vorspielen. Falls ihr Gürtelschnallen beim Uwe bestellt, kommt es dann in so einer richtig coolen Box. Also es ist auf jeden Fall perfekt geschützt und dann, wenn man die Box aufmacht, dann sieht man hier, wie die Gürtelschnallen schön verpackt sind. Ich muss sagen, finde ich super gut verpackt, weil viele auch einfach die Gürtelschnallen in den Karton schmeißen, ohne halt so Verpackungsmaterial und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und dann sind die Gürtelschnallen hier nochmal, also die Gürtelschnallen an sich sind verpackt, aber dann nochmal in einer extra Folie, finde ich super cool. Und ich habe mir jetzt wie gesagt 3 rausgesucht, beziehungsweise 2 und der André hat sich auch eine rausgesucht. Weil ich mir gedacht habe, ich mache natürlich für Cowboys und Cowgirls hier diese Videos und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich natürlich auch, weil der André ja auch auf dem Western Lifestyle steht, auch eine Männergürtelschnalle bestellen und deren Qualität testen und auch euch zeigen. Was mir als allererstes schon ins Gesicht springt, ist die Cowboy-Up-Gürtelschnalle, die ich mir bestellt habe. Ich kann sie euch gerne auch noch vom Online-Katalog einblenden. Die hat mich sofort angesprochen und von der Größe her finde ich sie auch richtig cool, weil die halt relativ groß ist. Die Gürtelschnalle, die sich der André rausgesucht hat, die ist im Gegensatz dazu etwas kleiner und ich bin halt jemand, ich stehe auf große Gürtelschnallen, weil ich will, dass die auffallen, damit man halt sofort sieht, dass ich halt auf dem Western Lifestyle stehe. Und das ist jetzt ein Drehseine, das zeige ich euch dann später nochmal genauer und das ist halt jetzt eben die Cowboy Up und man sieht halt schon, dass sie von der Größe her auf jeden Fall viel größer ist und ich finde das richtig cool und damit hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Also so sieht die jetzt halt aus, schön verpackt. Packen wir es mal zusammen aus. Also die Gürtelschnalle ist auf jeden Fall, also nicht sehr schwer, was ich gut finde, weil wenn man eine schwere Gürtelschnalle die ganze Zeit vorne rumtragen muss, zieht halt irgendwie den Gürtel so ein bisschen nach unten und man spürt das Gewicht halt auch, aber es ist auch nicht mega leicht, also man merkt schon, dass sie von der Qualität her wirklich gut ist und so sieht sie jetzt ausgepackt aus und ich stehe ja wie gesagt auch auf dieses Floral Muster und eben wenn der Cowboy drauf ist, dann ist das ja sowieso schon entschieden, dass ich diese Gürtelschnalle haben muss und Cowboy Up steht natürlich auch noch drauf, das ist die perfekte Gürtelschnalle für mich. Also ich suche mir jetzt halt von meinen Gürtelschnallen, die ich schon zu Hause habe, die größte raus und vergleiche die dann mit der Größe, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass ich so eine große noch nicht habe und ich habe schon ewig nach einer gesucht, die so groß ist und habe bis jetzt echt noch keine gefunden und das war jetzt echt Zufall, weil ich nicht gedacht hätte, dass diese Gürtelschnalle halt einfach so groß ausfällt, also das finde ich richtig cool. Ich habe jetzt 3 Stück rausgesucht, von denen ich denke, dass sie die größten, beziehungsweise von denen ich weiß, dass sie die größten sind. Und zwar habe ich 2x2 quadratische Gürtelschnallen und eine runde und
Diese Cowboy-Abgürtelschnalle ist auf jeden Fall jetzt die größte. Also ich habe jetzt seit diesem Bullenschädel hier noch als Gürtelschnalle. Den habe ich mal bei Amazon bestellt für ein paar Euro. Und im Gegensatz dazu kann man sehen, ist die auf jeden Fall größer, die Gürtelschnalle. Finde ich so geil. Also wenn ich sie, wie gesagt, dahinter halt, ist sie halt komplett überdeckt. Dann habe ich noch diese Texas-Gürtelschnalle. Die hier, und die ist eigentlich auch relativ groß. Im Vergleich dazu, wenn ich sie wieder hinter die Gürtelschnalle halte, kann ich sie auch nicht sehen. Richtig cool. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich habe ja noch meine Lieblingsgürtelschnalle. Die ist zwar so halb quadratisch, halb rund und relativ groß. Also die kann wirklich nicht kleiner sein als die hier. Ja, also das ist jetzt die Gürtelschnalle, meine Lieblingsgürtelschnalle. Und dann habe ich noch die coole Gürtelschnalle, die Cowboy Up. Im Vergleich hier kann man schon sehen, ist die hier auf jeden Fall größer. Ich kann auch meine Lieblingsgürtelschnalle drüber halten. Und die neue Gürtelschnalle überdeckt es einfach mal komplett. Und ich bin einfach cool. Also diese Gürtelschnalle ist einfach der Hammer, Leute. Weil ich schon so lange wirklich, das ist kein Witz, aber ich habe schon so lange nach so einer Gürtelschnalle gesucht, die so eine Größe hat, weil ich einfach will, dass so ein fettes Teil, auch wenn sich das Blut anhört, aber ich will, dass wenn jemand auf mich zukommt oder wenn mich jemand sieht auf der Straße, der dann nicht nur meinen Hut sieht oder mein T-Shirt da, wo irgendwie ein Westernaufdruck drauf ist, sondern dass der halt auch gezielt auf meine Gürtelschnalle blickt und halt eben weiß, okay, ich weiß sofort, auf was die steht oder für was die lebt. Und mit so Mini-Gürtelschnallen sieht man das halt einfach nicht so schnell. Also man sieht es irgendwann schon, aber nicht sofort. Und ich habe schon so oft in Instagram von irgendwelchen Cowgirls Gürtelschnallen gesehen. Also das waren original Rodeo-Schnallen, die sie mal beim Rodeo gewonnen haben. Und die sind ja auch immer mega riesig. Und ich habe mir gedacht, okay, ich werde wahrscheinlich nur jetzt im Rodeo reiten und werde es dementsprechend auch nicht gewinnen können. Also muss ich eben schauen, dass ich eine Gürtelschnalle finde, die eben von der Größe her nah dran kommt. Und das tut diese hier auf jeden Fall. Und ich werde die jetzt wahrscheinlich jeden Tag tragen, weil die einfach so cool ist. Und die schreit einfach nach Western und ich finde das einfach so cool. Vielen Dank, Uwe, dafür. Also richtig, richtig cool. Wie gesagt, wenn euch die auch gefällt, ich verlinke sie euch unten in der Infobox, damit ihr sofort zu der Seite geleitet werdet. Ich finde die richtig cool. Also ich kann sie auch noch mal meinen Gürtel dran machen. So, das sieht so aus, aber der ist jetzt schon leider älter und etwas kaputt. Bei einem Wechselgürtel ist es eben so, dass man den hier zusammenklappen kann. Den kann man natürlich dann wieder zuklappen und zuklipsen, eben mit diesen Knöpfen hier. Und dann kann ich einfach ganz easy meine Gürtelschnallen austauschen, so wie ich gerade Lust und Bock habe. Und dann mache ich das hier einfach wieder zu und dann ist die Gürtelschnalle dran, wie ihr sehen könnt. Oh, wow, das sieht so cool aus. Ich kann es kaum erwarten, mit dieser Gürtelschnalle rumzurennen, durch die ganze Welt und zu schreien, ey, guckt meine neue Gürtelschnalle an. Das sieht so cool aus, Leute. Also, das ist einfach der Hammer. Richtig geil. Oh mein Gott, ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, wenn der Gürtel da an meiner Jeans dran ist mit der Gürtelschnalle. Richtig cool. Und dann schauen wir gleich die anderen zwei Gürtelschnallen an. Dann gehen wir weiter zu der, die ich mir noch bestellt habe, beziehungsweise ausgesucht habe. Und das ist die hier. Und zwar fand ich die so cool, weil das mal was ganz anderes ist. Das hat nicht unbedingt was mit Western zu tun, sondern eher so mit Natur, mit Wald und Hirsche finde ich auch, oder Rehe finde ich auch total cool. Also es sind super Tiere und wenn wir spazieren oder wandern sind, dann sehen wir auch ganz oft welche. Und das ist auch eher sowas für Jäger, finde ich irgendwie auch richtig cool. Und deswegen habe ich mir die ausgesucht, weil ich auch irgendwie so ein Faible für Hirsche oder Rehe habe. Zwar nicht so sehr wie für Bisons oder für Kühe oder so oder für Pferde. Aber das sind auf jeden Fall auch super schöne Tiere und auch super ruhige Tiere und ich fand das mal was ganz anderes und das ist auf jeden Fall auch ein Statement. Ich packe es euch jetzt einmal aus, Entschuldigung. Ich laber da und laber und dann seht ihr die nicht mehr richtig. So sieht sie jetzt halt ausgepackt aus und
Ich bin ja auch ein totaler Waldfan. Also ich liebe den Wald und wir gehen so oft im Wald spazieren, weil es da einfach so ruhig ist und so entspannt und da riecht es auch immer so gut. Und wie gesagt, da sieht man immer so ein, zwei Rehe über den Weg laufen und deswegen habe ich mir jetzt die mal ausgesucht. Einfach mal, damit ich mal etwas bisschen anderes habe, was Besonderes. Und die finde ich auch richtig, richtig toll. Ist auch in einem anderen Farbton, ist jetzt halt golden, ist jetzt halt eher warm gehalten, finde ich auch. Mal was Schönes, was anderes, also nicht immer nur Silber. Ich habe eigentlich nur eine goldene Gürtelschnalle und die ist von Stars and Stripes. Ansonsten sind alle anderen Gürtelschnallen in Silber. Und jetzt habe ich endlich mal eine zweite, eine andere, weitere goldene Gürtelschnalle. Und ich finde die halt auch super cool, vor allen Dingen, weil hier nochmal so ein Silhouettenabdruck von dem Hirsch ist. Halt, man sieht halt hier auch Gebüsch und Bäume und so und es ist halt, wie gesagt, ein richtiges Statement. Und ich finde diese Gürtelschnalle den Hammer schlechthin. Richtig geil. Von der Größe her ist sie etwas kleiner als die Cowboy Up, also etwas kleiner als die Cowboy Up hier im Vergleich. So sieht es aus. Aber wie gesagt, ich kann es ja auch nochmal hier an meinem Wechselgürtel machen. Und so sieht es eben mit dem Wechselgürtel aus. Und ich finde, das sieht einfach richtig, richtig geil aus. Also das ist auch ein Statement, Leute. Wie gesagt, bei Interesse gerne in der Infobox verlinkt. Super geil. Also das sieht doch mal Hammer aus. Vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie so ein kariertes Hemd dazu anziehe oder eine karierte Bluse, eine Jeans dazu, einfach so ein bisschen... ja, landmäßig, countrymäßig, dann passt die super gut dazu. Und wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, dass ich die auch endlich tragen kann. Als letztes habe ich, beziehungsweise was heißt habe ich, hat sich der André eine Gürtelschnalle ausgesucht. Und der André, der hat hier auf seinem Unterarm ein Tattoo vom Punisher und von einem Totenkopf. Und deswegen hat er sich, weil der Punisher ihm richtig gut gefällt oder beziehungsweise die Serie gut gefallen hat, beziehungsweise sehr, sehr gut, weil er hat sich sehr tätowieren lassen, hat er sich diese Gürtelschnalle mit dem Totenschädel drauf ausgesucht. Und ich finde die auch irgendwie richtig cool. Und die passt halt jetzt halt super gut zu seinem Tattoo. Ich kann sie auch an seinen Gürtel dran machen, weil er hat ja einen eigenen Wechselgürtel mit eigener Gürtelschnalle drauf. Und werde die jetzt dann dran machen. Die Gürtelschnallen, die sind ja unisex. Die können ja alle Cowboys und Cowgirls tragen. Und diese ja genauso können auch Cowgirls tragen. Zurzeit hat er hier eine andere. Also das ist jetzt eine, die habe ich ihm geschenkt für seinen Ram, weil das ist halt eben von Dodge Ram eine Gürtelschnalle und da ein Dodge Ram fährt, habe ich mir gedacht, schenke ich ihm die. Dann passt das relativ gut zusammen. Andres Wechselgürtel ist relativ neu von Stars and Stripes. Der ist noch nicht so kaputt und ausgelatscht wie meiner. Ich trage ja meinen jetzt schon seit ein paar Jahren und ja, es ist mir letztens halt da ein Druckknopf abgefallen. Aber beim Andres ist noch alles dran. Ist genau das gleiche Spiel, einfach hier hinten den Wechselgürtel mit die Druckknöpfe aufmachen, Gürtelschnalle auswechseln und fertig. Der André hat nämlich einen schwarzen Wechselgürtel und keinen braunen, so wie ich. Und ich finde, dass das halt eben zu der Gürtelschnalle viel besser passt, weil es halt eben ein Totenkopf ist. Und wie gesagt, ich finde die Gürtelschnalle sowas von cool auch. Also es ist halt auch ein mega Statement. Ich muss auch sagen, von der Verarbeitung her sind die alle richtig, richtig gut. Und es ist jetzt kein Witz, ich lege euch da nicht an. Ich ziehe dran, ich drücke rum, also da passiert überhaupt nichts, genauso wie bei der hier. Also ich ziehe da echt überall dran mit Schmackes. Wo ist jetzt die andere? Ach, die ist ja noch hier am Wechselgürtel. Aber wie gesagt, da verbiegt sich nichts, da bricht nichts ab, gar nichts. Und ich bin sowas von happy mit diesen Gürtelschnallen. Nochmal herzlichen Dank, Uwe, dafür. Das sind diese zwei hier und die andere, die habe ich, wie gesagt, am Wechselgürtel dran. Ja, wie viel kostet so eine Gürtelschnalle? Ich blende euch den Uwe seinen eBay-Account ein. Wie ihr hier sehen könnt, oh, Cowboys of Faith, die schaut auch richtig cool aus. Die meisten Gürtelschnallen kosten um die 16 Euro, was ein mega bezahlbarer Preis ist. Und die hat jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr gekostet. Da ist aber auch ein Ledergürtel dabei, Leute. Also das war Gürtelschnalle mit Ledergürtel.
Schnallen an sich, wie ihr sehen könnt, da gibt es so viele Ausführungen von den Gürtelschnallen, die ihr euch da aussuchen und kaufen könnt. Und hier unten, also da steht auf jeden Fall zwischen 12,99 und 16,89, Entschuldigung, so rum. Und meine, die ich ausgesucht habe, die haben, glaube ich, alle 15,99 gekostet. Also ihr bekommt beim Uwe Gürtelschnallen unter 20 Euro. Und das finde ich halt cool, weil ich schon relativ viele Gürtelschnallen habe und die alle meistens über 20 Euro gekostet haben. Obwohl die von der Qualität her genauso sind. Also genauso wie Uwe seine. Und das ist halt eben, wo ich so sage, okay, wieso muss ich für eine Gürtelschnalle 40 Euro ausgeben, 50 Euro ausgeben, obwohl die von der Qualität her überhaupt nicht besser sind als die, die der Uwe verkauft. Also die sind halt eben Hammer und die Qualität finde ich auch super. Beim Uwe findet ihr, wie gesagt, auf seiner eBay-Seite oder eben auf www.wareausallerwelt.de Gürtelschnallen, unzählige Gürtelschnallen in so vielen Styles, im Western-Stil, im Indianer-Stil, in sau vielen Ausführungen für einen wirklich günstigen, bezahlbaren Preis, für eine super Qualität. Also ich muss ehrlich sagen, ich war anfangs etwas skeptisch, weil ich mir nicht sicher war, okay, 15,99 ist auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr bezahlbarer Preis. Durch den Test jetzt bin ich zu 1000% überzeugt, dass die Gürtelschnallen echt super sind und ewig halten werden. Und das Lustige ist sogar, das war jetzt echt Zufall und das ist echt nicht erfunden. Meine Freundin aus Pullman City, die dort arbeitet, die verkauft ja auch täglich Gürtelschnallen. Und die hat mir vor einer Woche einen Link geschickt aus eBay und hat mich gefragt, hey, guck dir mal die Seite an. Ich habe da nämlich saugünstig Gürtelschnallen gefunden, die so cool sind, die ich mir am liebsten kaufen würde. Aber ich bin mir halt eben nicht sicher, wie das von der Qualität her so ist. Und dann bin ich auf den Link gegangen und habe mir die Seite angeschaut und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, das ist ein lustiger Zufall, aber das ist der Uwe und dem seine Gürtelschnallen werde ich demnächst testen. Also bevor du da was kaufst, dann schau dir erstmal das Video an. Und ich bin auf jeden Fall zu 1000% von Uwes Gürtelschnallen überzeugt. Und ja, also Lara, falls du dich jetzt dazu entscheidest, solche zu kaufen, dann gebe ich dir auf jeden Fall jetzt das Go. Und ich wünsche euch allen auch ganz viel Spaß beim Shoppen, falls euch irgendeine Gürtelschnalle bis jetzt gefallen hat, also eine von meinen oder vielleicht auch im Katalog. Also da gibt es wirklich so, so viele Ausführungen und ich werde beim Uwe zu 1000% nochmal Gürtelschnallen bestellen. Genau, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es war informativ und konnte euch weiterhelfen, damit ihr jetzt wisst, wo ihr preisgünstig eure Gürtelschnallen bestellen könnt. Falls ihr schon mal eine Gürtelschnalle beim Uwe bestellt haben solltet oder es demnächst tun werdet, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, wie zufrieden ihr seid, was ihr von der Qualität haltet, weil das interessiert mich natürlich auch, was andere dazu sagen. Ich selbst bin, wie gesagt, zu 1000% davon überzeugt, werde meine Cowboy-Abgürtelschnalle jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Monate tragen, damit jeder sieht, auf was ich stehe und was meine Leidenschaft ist. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, oder euch der Hut hier gefällt, ne? Und ihr euch fragt, wo ich den auf einmal her habe, dann seid auf mein nächstes Video gespannt, denn da werde ich diesen Cowboy-Hut vorstellen. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel erzählen, denn das werde ich ja natürlich dann im anderen Video. Aber wie gesagt, diesen Hut habe ich mir neu bestellt und ich habe ewig danach gesucht und endlich meinen Favorite Cowboy Hat gefunden. Und ja, seid auf das nächste Video gespannt und dann hoffe ich, sehen wir uns dort wieder. Bis dahin, stay wild and howdy.